Ja, hallo, ich bin Renate Viergau und bin einfach in den letzten Wochen darauf aufmerksam geworden, über diese wirklich schlimme Lage hier des PG, dass das geschlossen werden soll, dass es abgerissen werden soll, das Haus. Und ich habe mir sofort gedacht, da muss ich irgendwas tun und möchte irgendwas tun. Und natürlich habe ich die Petition unterschrieben. Ich habe auch Unterschriften gesammelt, ein paar, ließ mir aber dann doch keine Ruhe. Und ich habe mir halt Gedanken gemacht, was ich noch zusätzlich tun könnte. Und mir ist eingefallen, dass ich ja im Sommer jetzt eine Wanderung mache, so eine Streckenwanderung, die über 320 Kilometer geht, von Nordhessen nach Heidelberg. Und dann habe ich mich erinnert, dass unsere Kinder ja früher in der Schule oft so Sponsorenläufe gemacht haben und dachte, das ist die Idee. Damit könnte ich das PG und die Initiative unterstützen. Und ja, also ich werbe also jetzt dafür und suche Sponsorinnen und Sponsoren, die mich unterstützen und die vor allen Dingen das PG unterstützen und die einen selbstgewählten, gerne auch einen kleinen Geldbetrag mir zusichern pro Kilometer, den sie mir spenden. Und das geht natürlich alles hundertprozentig an den Förderverein des PG. Und Ziel ist, dass die wirklich ganz wichtige und wertvolle Arbeit wenigstens so, wie es möglich ist, es ist ja nicht 100% möglich, aber überhaupt noch ein bisschen was davon zu retten und aufrechtzuerhalten und Dinge noch anzubieten. Das ist mein Anliegen. Man kann sich ja ausrechnen, 320 Kilometer ist so mehr oder weniger ist so die Strecke lang. Und wenn man 10 Cent zum Beispiel spendet, wären es ungefähr 32 Euro. Natürlich, wenn ich 330 Kilometer wandere, dann sind es dann eben 33 Euro. Ja, und wer 5 Cent spenden möchte, ist es halt die Hälfte. Und bei 1 Cent sind es 3,20 Euro. Also man kann sich das einfach ausrechnen und nach den eigenen Möglichkeiten. Ich will ja gar keine Vorgaben machen. Ich starte in Denzberg. Denzberg ist ein ganz besonderer Ort für mich. Da lebten meine Großeltern und ich habe da wirklich ganz wertvolle Erfahrungen für mein Leben gemacht. Ich habe da große Freiheiten genossen als Kind. Ich war oft da. Und sie haben mir viel zugetraut. Ich konnte mich frei bewegen. Und das hat mich sehr geprägt für mein Leben. Und das Ziel ist ja Heidelberg. Das ist auch ein besonderer Ort, wo ich auch, also über eine Tante von meinem Mann, sind wir einfach immer willkommen gewesen und haben über Jahrzehnte mit der ganzen Familie, mit auch die Freunde unserer Kinder, egal in welchem Zustand wir oder irgendwie Leute ankamen. Also es war immer so ein warmer, offener Ort des Willkommens und des Angenommenseins. Und diese Qualitäten, also dieses Zutrauen, Vertrauen erleben, sich ausprobieren können, Gastfreundschaft erfahren, willkommen sein, einfach zu Hause sein, so angenommen sein, wie man ist. Diese Qualitäten, die sind einfach im PG, die werden im PG auch geboten und die erfahren Jugendliche. Und ich habe in meinem eigenen Leben einfach erfahren, wie wichtig das ist, dass man sowas erfährt und dass das so viel Kraft geben kann fürs ganze Leben. Und deswegen habe ich die Wanderung zwischen diesen Orten geplant. Und deswegen war für mich die Verbindung zu der Arbeit im PG eigentlich sofort da. Also für mich liegt das auf der Hand. Am besten per E-Mail. Die E-Mail-Adresse könnte vielleicht zum Abschluss des Beitrags noch eingeblendet werden. Firena04@münster.de ist die. Es sollte angegeben werden, Name und irgendwie eine Kontaktadresse natürlich. Also am besten E-Mail und Telefon und natürlich der Spendenbetrag. Und das würde mich, also ich habe auch schon, glaube ich, mittlerweile 8 Sponsorinnen und Sponsoren habe ich schon gefunden. Aber es dürfen gerne noch mehr werden. Rettet das PG! Rettet das PG! Rettet das PG! Rettet das PG!